Wir kaufen einfach das Auto für das schmalste Budget, was wir finden können. Heute. Also man sieht, lackmäßig im Top-Zustand. Checkheft komplett verlegt. Ne? Also Motor, Kupplung, was muss noch gemacht werden? Je nachdem, wie viel Leistung wir fahren wollen, müssen wir gucken, welchen Lader wir wählen, was für eine Einspritzdüsen und halt verstärktes Zweimassensprungrad. 300 PS sind die Motoren schon relativ standhaft original. Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir fahren uns jetzt einen Bus angucken, weil ich dich gefragt habe oder dich beauftragt habe quasi. Genau. Wir brauchen einen Bus, weil ich den so ein bisschen als Camper umbauen will. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir eine Basis finden für einen schmalen Taler. Auf was muss man da so achten? Die Prämisse war ja, dass es für einen schmalen Taler sein sollte. Und halt auch relativ haltbar. Gerade was so Trailerbetrieb angeht, ist das Auto ja relativ stark belastet, sag ich mal. Da wir jetzt mit allen möglichen Bussen schon zu tun gehabt haben, mit einem 2,5er, 5-Zylinder, mit einem 2-Liter aus dem Facelift oder mit einem 1,9er aus dem T51, sind wir eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass der zuverlässigste Motor überhaupt der 1,9er ist. Ja, René, du hattest ja gesagt, dass wir noch ein bisschen was umbauen wollen, ein bisschen hier, ein bisschen da. Deswegen war unser Ansatz, wir kaufen einfach das Auto für das schmalste Budget, was wir finden können. Ich habe da einen sehr guten Freund hier, der hat einen Autohandel und eine Werkstatt auch. Wir arbeiten auch relativ viel und gut zusammen. Ja, das war Krischi Rabin von Mechanik Deluxe. Die wollen wir den Bus da sich angucken. Bisschen Tapete zum Feierabend. Der hat mal einen T5 in Zahlung genommen, der steht schon jahrelang bei ihm auf dem Hof. Und ja, das ist auf jeden Fall so das Objekt der Begierde. Da ist relativ viel dran zu machen, aber genau da, das ist ja genau unsere Baustelle. Also wir suchen ja auch ein bisschen die Herausforderung, so einen glatten Bus irgendwie umzubauen, das kann gefühlt ja eigentlich auch fast jeder. Ja, das macht dann auch gar keinen Spaß. Ne? Genau, deswegen wollen wir halt auch, wir hatten ja beide drüber gesprochen, eigentlich so den krassesten Gegensatz haben von vorher nachher. Und das Auto haben wir auf jeden Fall gefunden. Ich bin wirklich gespannt. Hast du dich mit dem Auto an sich schon ein bisschen auseinandergesetzt? Ja, genau. Also so ein paar Sachen sind halt doch wichtig. Klar kann das ein altes Auto sein, aber gerade weil ihr es ja als Camper nutzen wollt und Nelly ja auch ein bisschen Wert drauf legt auf ein bisschen Komfort. Deswegen habe ich mir gedacht, Klima ist auf jeden Fall Pflicht. Sehr gut. Ja, und ansonsten ist das, wie gesagt, von außen so relativ glatt, das Ding. Also nicht groß verbeult, dass wir da nicht so noch großartig lackiermäßig was auf dem Zeiger haben. So, da sind wir bei Christoph von der Firma Bax und Felix. Hallo. Da ist das Objekt der Begierde. Christi, guckst du an, das Auto der Woche bei uns. Ja. Haben wir gerade ausgepreist. Auto der Woche. René, was sagst du? Ja, ist ein richtiges Klo. Ja, allerdings. Freude. Also man sieht lackmäßig im Top-Zustand. Ich weiß gar nicht, Felgen, das sieht aus wie eine 14 Zoll. Na, der steht auf jeden Fall schon 2-3 Tage, ne? Ja, Flügeltüren hier auch schon überall raus. Eieiei. Ei, ei. Ja, das gibt's eben schon. Ich glaube, dann müssen wir noch mit Christoph noch mal reden, das geht ja mit dem Preis so gar nicht. Ja, Klima hat er auch, sehe ich gerade, das ist ja ganz cool. Das hatten wir ja auch so angedacht, ne? Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber das hat man ja öfter mal bei den Autohändlern. Ja, auseinander geht immer, aber zusammen nicht. Unnötigen Schnickschnack. Ja. Aber ich würde sagen, so im Prinzip erstmal das, was wir eigentlich suchen. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen was haben für eine schmale Börse. Der klassische Blick auch immer grundsätzlich aufs Dach eines Transporters. Hier kann man sehen, dass das auch schon schön verbeult ist, das Ding. Ja, und ansonsten ist das, wie gesagt, von außen so relativ glatt, das Ding. Also nicht groß verbeult, dass wir da nicht so noch großartig lackiermäßig was auf dem Zeiger haben. Da werden wir ja noch mächtig was zu tun haben, sehe ich gerade. Ja, Christoph, sag mal was. Fünf. Na gut, mit 5, nee, das haut nicht, glaube ich, gar nicht. Checkheft komplett verlegt, ne? Ja. Wunschkilometer, wie du es haben möchtest. Ja. Das muss ja auch alles bezahlt werden. Ja. Ne? Hätte beinahe 10 Ohren gehabt. Ja. Ne? Stahlfelgen, Alu-Optik. René Motor, wenn wir noch mal reingucken. Den machen wir nicht. Ja. Geht auch noch. Für den 1,9er würde ich sagen, echt trocken, das Ding. Und sehr faulig. Ja, im Prinzip, was halt immer noch cool, wenn man so ein Auto kauft, dass man nochmal auf die Bühne geht. Christoph ist natürlich ein cleverer Autoverkäufer, der hat immer die beiden Bühnen belegt, dass man ja nicht von unten gucken kann. Das Gute ist aber, dass ein T5 ja eigentlich in der Regel von unten so zu 60-70% verkleidet ist mit so einer Plastikverkleidung und der Fahrschutz, dass du eigentlich beim T5 eigentlich null bis gar keinen Ärger mit Rost hast. Maximal hinten so im Bereich Reserveradmulde, da ist bei den meisten Fahrzeugen nichts, da kann man ein bisschen was haben, aber nichts, was wir nicht hinkriegen können. René, sag mal was. Also 5 sind wir, glaube ich, ganz weit von weg, ne? Ja, definitiv. Also ich hätte gesagt, so 2 können wir dafür raustun. Aber auch nur, weil es ein T5 ist. Wenn es jetzt, glaube ich, ein anderer Transporter wäre, würde man dafür wahrscheinlich keine 500 Euro mehr lassen.
ich weiß nicht, fahren tut das Ding ja, oder? Oder war da nicht noch Getriebeschaden mit? Fünfter Gang war platt, glaube ich. Hat überhaupt fünf Gänge, ja? Ja. Also ich würde sagen, ja. Gekauft wie gesehen, ohne jetzt irgendwie noch groß rumzueiern, würde ich sagen, Christoph, 2000 können wir dir anbieten, ansonsten wären wir uns da nicht einig. Bis hier musst du ja schon, ne? Du weißt, du hast es, ich nicht. Ja. Ne? Das stimmt so nicht. Das behaupten wir natürlich immer gerne. Also du sagst 5, ich sag 2. Die Mitte wären ja dann 3, was für mich überhaupt nicht akzeptabel ist. Ja. Ich verlasse mich da auf dich, Krischi, ne? Dass der Wagen gut ist. Ich habe gar keine Ahnung. Na gut ist er überhaupt nicht. Aussieht. Aber wenn er gut wäre, hätten wir 5 oder 6 gegeben. Aussehen tut er wie ein Klo. Ja. Ja, aber er muss ja geil fahren, nicht geil aussehen. Die hat gesagt, Telefon, wir suchen ein Projekt. Ein Projektauto, was irgendwie, kann ruhig ein schlechter Zustand sein. Das hier ist nichts. Und deswegen finde ich, sind 2,5 schon gut angesetzt. Ach, Christoph, sehr gut. Er hat sich erbarmt. Also haben wir unser Projektauto für 2.500 Euro. Bezahlen machen wir den später immer. Was sagst du zu der Möhre? Ich hoffe, da wird was Gutes drauf. Ich habe auch so ein bisschen Angst, weil er sieht wirklich aus wie ein Klo, ne? Ich hoffe so, dass du da wirklich was draus zauberst. Wirklich. Das Ding. Ich hoffe, du hast allen Mut nicht verloren. Ja, doch, irgendwie gerade schon. Einfach um den Zuschauern auch mal zu zeigen, vielleicht, was kann man aus so einem Bus eigentlich machen und wie viel Geld muss man ausgeben, ne? Ja. Gerade sieht es noch sehr viel Geld aus. Mit dem Autoverkauf, das war natürlich gerade so ein bisschen inszeniert und so ein bisschen Spaß. Was kein Spaß ist, ist wirklich der grottige Zustand von dem Haufen. Ich habe auch so ein bisschen Angst. Ich alleine muss zugeben, ich hätte das Ding niemals gekauft. Niemals. aber ich vertraue dir dazu 100%. Wir wollen da ein richtig schickes Ding draus machen. Was sind jetzt so die nächsten Steps? Weil so kann ich das Ding unmöglich in Hannover irgendwo stehen haben. Ja, ich würde sagen, Technik ist erstmal ganz wichtig. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Also technisch muss das Ding natürlich, du hast gesagt, du willst damit Trailerbetrieb fahren, das muss zuverlässig sein. Da müssen wir auf jeden Fall bei, ist klar. Ja. Wenn die Technik passt, das heißt Sechsganggetriebe, Motor einmal frisch machen, würde ich sagen, machen wir uns an die Karosserie. Da hatten wir ja angedacht, einen T6-Umbau auf jeden Fall zu machen. Ja. Frontumbau, Heckumbau, das ist ja relativ überschaubar. Hier würde ich sagen, lassen wir das Ding einmal aufbereiten, gucken mal, wie die Substanz darunter ist. Stellt euch mal vor, der Golf ist ja in Porsche Kreidegrau. Und stellt euch nur mal vor, das Ding wäre auch in Porsche Kreidegrau. Mit dem ähnlichen Design, wie der Golf bekommt. Das wäre natürlich mega. Aber mal gucken. Wir gucken mal, was der Lager des Vertrauens so mit sich machen lässt. Ja, und dann von außen so eine Sachen halt, sowas hier, ne? Das geht natürlich gar nicht. Ja. Typische T5-Krankheit, dass überall da bei ihr Bewegung drin ist. Das ist halt wirklich, ne? Der hat halt schon ein paar Kilometer hinter sich. Wie viele Kilometer hat der runter ungefähr? 215.000. 215.000 und das Baujahr 2005, hast du gesagt. Genau. 1,9 Liter, 84 PS. 84 PS. 84 genau. PS. Hm. Anhängerkupplung, der dürfte dann so um die 2,2 ziehen, ne? 2,5. 2,5 sogar. Mhm. Geil. 2,5 kann er ziehen. Ja, Klima, wie haben wir schon gesagt, ich weiß nicht, fahrwerksmäßig, hast du da irgendwie noch eine Idee? Wir beide haben schon so ein bisschen hin und her diskutiert. Mhm. Ich würde ganz gerne eigentlich ein H&R reinschmeißen. Die haben so ein H&R Deep, gibt es auch für T5 und T6. Genau. Und den dann halt so, dass der Reifen so, dass du immer noch Bodenfreiheit hast und damit auch mal irgendwie auf dem Campingplatz, weil das Ding soll halt nicht nur ein ganz normaler Daily werden, sage ich jetzt mal, sondern da soll halt so ein bisschen Camper umbauen, ne? Genau. Das Ding wollen wir halt auch auf Camper so ein bisschen machen, dass ich auch mal die beiden Mädels einpacken kann und wir fahren mal übers Wochenende oder mal ein bisschen länger einfach mal irgendwo hin. So. Ja, genau. Rad-Reifen-Kombination hatte ich ja schon gesagt. Finde ich immer ganz witzig, was man so mit wenig Geld doch viel erreichen kann. Da hatte ich so gedacht, vielleicht eine Touareg oder eine Cayenne-Felge. Da gucken wir nochmal, da würde ich mich noch ein bisschen schlau machen, was wir da nehmen. Mhm. Habe ich auf meinem Bus zum Beispiel auch drauf, so eine Cayenne, so eine Techno 1-Felge heißen die. Ja, mal gucken. Ich würde sagen, 19 Zoll nehmen wir. Mhm. Da ist ein bisschen mehr Reifen drauf, das ist ein bisschen komfortabler, einfach auch, wenn man damit mal campen fährt. Ja. Ja. Und ansonsten, ja, was haben wir noch? So. Ja. Lack einmal. Wir haben noch gar nicht reingeguckt. Also ich, also wir haben noch gar nicht reingeguckt, ich zumindestens. Na warte mal, wir machen mal schnell.
Batterie ist nämlich auch leer. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung. Ne? Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt und das ist auch gar nicht schlimm. Es gibt ja dafür so welche Leute wie Krischi, die halt wirklich Plan davon haben. Und deswegen habe ich mich einfach in seine Hände begeben, weil das Projekt muss halt wieder, es wird wieder eskalieren, aber es wird einfach brutal geil. So. Und ja, schreibt mal einfach in die Kommentare, hättet ihr den Haufen gekauft? Guckt dir bitte an, wie... Hättest du den gekauft jetzt? Nein. Ich auch nicht. Auch nicht für einen Tausender. Noch nicht mal für einen Tausender. Oh, guck mal. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Er ist gerade nach hinten durchgeklettert, weil die Batterie leer ist und deswegen die ZV nicht aufmacht. Nee, der Schlüssel geht da gar nicht rein. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach beim nächsten Mal rein. Oh Mann, ey. Was ist es drin? Er sagt, innen drin ist das Ding noch cool, Digi. Oh mein Gott, ey. Jetzt wird mein Auto aufgebrochen. Was? Du machst mir echt Mut mit der Bude. Jawohl. Aha. Geil, so eine ZV. Ich dachte, da wäre ein Stuhl drin. Nee. Hast du doch da einen Stuhl. So, das Geile ist halt, Gummiboden ist nicht schlecht. Und du hast da auch die Sitzanker drin. Also wir könnten jetzt quasi hier links die Küchenzeile reinmachen und könntest da hinten noch ein zweites zum Beispiel hinklicken. Mhm. Relativ easy. Ja, mega. Das finde ich halt ganz geil. Ja. Hinten hast du auch diesen Zusatzheizung noch drin. Was auch ganz geil ist, dass du hinten auch ein bisschen belüftet hast oder beheizt, je nachdem. Mhm. Lässt sich relativ easy noch eine Standheizung nachrüsten. Das finde ich halt auch ganz wichtig und war cool, wenn man es hat. Und so von innen Transporter, normalerweise ist ja Himmel alles verbeult und bla. Ja. Deswegen finde ich das so eigentlich schon ganz cool mit den Scheiben, das haut schon hin. Ja. Das kriegen wir, glaube ich, schick hin. Genau, hier mit den Flügeltüren. Einige mögen das nicht. Ich habe es noch nie so gesehen beim VW-Bus, aber ich finde es eigentlich ganz cool, oder? Was sagst du? Hat halt Vorteile, du kannst dann jetzt irgendwo einparkst, kriegst trotzdem Tür auf. Bei so einer langen Klappe musst du immer relativ viel Platz nach hinten weg haben. Man kann das aber auch, wenn man es auch schon mal umgerüstet auf eine einzelne Klappe, geht auch. Kriegt man auch alles hin. Ja, aber finde ich... Nee, finde ich auch nicht verkehrt. Finde ich nicht verkehrt. Nee. Motortechnisch, mit dem Getriebe und so, da müssen wir ja noch ein bisschen was machen, ne? Genau, da reden wir dann mal mit... Der ist zufällig gerade hier. Danny! Der ist nämlich gerade zu Besuch. Mit dem machen wir relativ viel, was so Diesel ist. Mhm. Danny hat sich so spezialisiert, alles was so Dieselumbauten sind. Fährt aktuell, glaube ich, ein Skoda Fabia, ein neuer Diesel mit irgendwie so an die 300 PS. Das müsste jetzt hier nicht unbedingt sein, aber ich denke mal, ein bisschen aufpeppen können wir das Ding auf jeden Fall. Gerade wenn er im Trailerbetrieb ein bisschen mehr von unten schiebt, das wäre ganz cool. Ja. Da ist er schon, der Hühnerschrecke. Danny, wir hatten gerade kurz das Thema mit dem Diesel. Ja. Wir haben uns ja quasi darauf geeinigt, dass wir das Ding dann zu dir schieben. Mhm. Danny macht dann sozusagen den Motor einmal frisch. Kupplung und so weiter. Also Motor, Kupplung, was muss noch gemacht werden? Je nachdem, wie viel Leistung wir fahren wollen, müssen wir gucken, welchen Lader wir wählen, was für eine Einspritzdüsen und halt verstärktes Zweimassensprungrad, Sachs Performance. Mhm. Und dann geht das schon. Was denkst du, würde da, damit das Ding im Trailerbetrieb vernünftig funktioniert und auch bei mir als Vollgas-Fetischist hält, was man da so rausholen könnte trotzdem? Ich sag mal, für eine normale Abstimmung, dass er auch nicht zu schwarz macht und alles, dass das alles so im Rahmen bleibt, denke ich mal so 220 PS sind da locker machbar. 220 PS in so einem Ding. Aus dem Diesel. Aus dem Diesel. Ja. Mega. Und was würde, wenn ich jetzt sagen würde, kein Trailerbetrieb und also was könnte man so maximal rausholen, ohne dass man jetzt wirklich den Motor komplett aufmacht und so? Also da bin ich gerade mit meinem eigenen Projekt so ein bisschen bei, mein Viertelmeile-Projekt. Da gehen wir jetzt so knapp über die 300er Marke und da ist Pleuel-Kolben auch noch original. Da ist mittlerweile nur noch eine andere Nockenwelle drin, aber ich versuche halt rauszufinden, was der Motor-Serie so schafft, ohne irgendwie groß richtig viel Geld in die Hand zu nehmen. Erstmal Low-Budget-Projekt und dann, wenn das einmal auseinanderfliegt, dann wird es einmal groß und also bis 300 PS sind die Motoren schon relativ standhaft original. Das ist ja auch der Grund, Danny, wenn ich mal eingrätschen darf, warum wir jetzt das Auto gewählt haben. Wir wollen ja quasi mit einem relativ schmalen Budget das Ding jetzt irgendwie schlemmen und wenn man jetzt nicht unbedingt ein voll, wie sagt man hier, so ein
was die neuen, was dein Golf zum Beispiel hat, dieses voll, diesen Fernseher, der vorne im Armaturen hat, wenn man das nicht unbedingt braucht und sich damit abfinden kann, dass man halt noch einen Drehknopf hat, dann aber einen vernünftigen Motor hat, der auch noch hält. Ich sag mal so aktuelle Modelle, T5 Facelift oder T6, ja, das ist schon so ein bisschen schwierig mit der Haltbarkeit. Ne? Die sind ja auch schon so relativ doll kastriert und alles mit Dieselpartikelfilter und dies und das. Hat der noch gar nicht? Nee. Ja, cool. Also ich habe mein Motor aus meinem Rennen, aus meinem jetzigen Rennwagen, den habe ich umgebaut bei 320.000 Kilometer Laufleistung. Mhm. Und dann habe ich da mal die Leistung eben verdoppelt und das im Alltagsbetrieb und Rennbetrieb gefahren und das hat immer noch gehalten bis zum Schluss. Mhm. Ja, mega. Mega gut. Das könnte wild werden. Da würde ich sagen, falls ihr das nicht verpassen wollt, diese Videoreihe, und ihr noch nicht abonniert habt, dann tu das mal ganz schnell. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke auf jeden Fall schon mal bis jetzt für die Hilfe. Nicht dafür, René. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Ciao.